Einfach chillig, ist ja kein Rennen heute. Genau, gar kein Stress. Schön auf entspannt durch die Stadt fahren. Ich sagte eben, wahrscheinlich wird die ganze Aktion wieder nichts werden, weil wir vorher von Cops Hops genommen werden. Ja. Ja, aber weswegen nun? Wir brauchen nur safe 2, oder? Ja, wir brauchen nur zwei. Okay, 1er ist nicht möglich, ne? Doch, 1er auch. Dann fahren wir halt noch weiter durch die Gegend bis zum zweiten haben. Deshalb wäre halt Vorteil 2, ne? Hinter uns ist irgendein Auto. Ja. Hinter uns ist ein Auto. Sahen wie Cops aus. Sahen wie Cops aus? Ja, sind Cops. Sind Cops, sind Cops. Sind Cops, ja, fahrt. Erstmal weg. Digga, ich wusste es, ne? Aber wie kann das denn? Was denn? Pech? Ich wusste es, Digga. Wie kann das denn sein? Fahrt erstmal weg. Ja, ja, wir haben es. Ja, wir haben keinen hinter uns. Sind die hinter euch? Nö, ich hab nur Fabi hinter mir. Okay, bei uns wir ist auch nichts. Richtung, nee, bei uns ist soweit frei. Andere Autoladen. Ja, von da sind die Cops gekommen, ne? Jo. Also wir sind jetzt gerade durch die Vinewoods. Erstmal quasi weg. Ja, ich fahr jetzt Richtung Tattoo hoch. Okay. Ja, dann fahren wir runter Richtung West. Ah, ich komme auch Richtung Westland gefahren. Wie heißt diese komische Getränkescheiß da? Was für ein Getränkescheiß? Wo du essen und trinken kannst. Ah, Hellhaus! Hellhaus! Ja. Ja, wir fahren mal Hellhaus gucken, ob da was los ist. Bleib immer noch hinterher? Nee. Nö. Ja, dann Hellhaus. Wenn wir 3 mitnehmen müssen? Ja, ist auch nicht schlimm. Dann packen wir halt einen noch zusätzlich in den Vagrant. Ja. Fahr schnell vorbei, wenn dann. Da stehen, da stehen 4 Leute. 4 Leute sind 3? Da? Ja. 3? 3. 3 sind da. 3, ja. Ah, 3? Ich hab 4 gesehen. Keine Ahnung. Ja, dann go oder was? 4 oder? Ich glaube 3. Fabi sagt mir 4. Oder? Also, ich weiß nicht. Im Grundstück ist irgendwie. Ja, ich glaube, da waren mehr als 3. Ja? Ja, 4 ist auch okay, ne? Also, dann lassen wir halt einen da stehen. Ja, dann müssen wir jetzt, ne? Ja, dann yalla. Ja, was? Denk an die Handys weg. Ja, ja, einen lass mal stehen. Ja, lass hier stehen bleiben und hinlaufen, ne? Ja, richtig. Handys ausmachen oder was? Also machen wir jetzt doch oder was? Oh, yalla, 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 direkt hinter. Und einen lass mal stehen. So, einmal alle die Hände nach oben. Allesamt die Hände nach oben. Sofort die Hände nach oben. Keine Handys nehmen. Handys wegpacken, alle die Hände nach oben. Alle die Hände nach oben. Rein. Die Dame, was los? Unsere so extra Einladung, die junge Dame. Hey, du da, rauskommen. Hallo. Lady, brauchst du eine extra Einladung? Rein oder raus, wohin jetzt? Bleib einfach da stehen. Einfach. Okay. Umdrehen. Der Herr hier, einmal vor mir mitkommen. Einmal hier an die Wand. Stehen bleiben. Ja, was machst du das mit ihm? Hast du schon den nächsten gleich? Soll ich mir jetzt mal mal ab, ne? Und mit Händen runter. Alright. Spaß auf jeden Fall. Hey, Digga, was ist denn mit dir, Mann? Kannst du hier nochmal runternehmen? So, du reit dich mal da unter die Lampe. Okay, die muss noch mal. Gesucht ist, der kannst du direkt festnehmen. Ich nehme noch das Tablet und das Handy weg. Mach das. Ey. So, und ihr drei mal mitkommen.
Ey. Alle folgen. Ja, ein bisschen schneller. Hier, ich mach dir die Tür auf. Da haben wir Grant, hier einer rein. Ja, einer hier hinten rein. Der hier in der lila Hose hier. So, und du hier. Hier hinten rein. Ich mach dir die Tür auf. So, danke. Einmal einsteigen. Wunderbar. Danke für den respektvollen Umgang. Nicht dafür. Wir sind immer respektvoll, weißt du, wie ich meine? Gut, ich halte jetzt aber lieber den Mund, bevor irgendwas rauskommt. Ja, alles klar. Lopez, Emilia aussteigen, auf den Typ aufpassen. Ja, dann mach ich dir jetzt hier einmal die Tür auf. Na, guck mal, kommst du hier rüber? Was sag ich, wenn ich dir helfe? Ja, perfekt. Dann einmal mit hochlaufen. Und dann einfach geradeaus einmal an die Wand. Ja, bitte? Ja, sag mal eben, lass die anderen das eben machen auf Bewachung. Wir bringen eben die anderen zwei Karten. Ja, ja, weg. Machen wir. Ich komm sofort wieder runter. An die Wand setzen? Ja. So. Das geht gar nicht. Gut, ihr bleibt kurz hier. Ihr kümmert euch einmal kurz um die, ja? Ja. Natürlich. Wir kommen sofort wieder. So. Depressive Scheiße oder das hingegen? Ja. Wie bist du denn jetzt so? Das ist doch was Schönes. Den meisten auch, Runde, genau. Du musst ja auch mal eine Freundin suchen. Er braucht bloß mal Hummer durchgehen. Das Problem hatte ich schon mal. Wen haben wir denn jetzt hier überhaupt? Also wir haben den Herrn Hell, wen haben wir noch? Peyton mit der lila Shorts. Ja. Peyton mit der lila Shorts und der andere? Francesco Shaw. Francesco Shaw, perfekt. Wunderbar. Gut. Ihr wurdet bereits soweit aufgeklärt, was hier Phase ist? Ja. Wunderbärchen. Dann werde ich mal ganz kurz, sobald die anderen Jungs da sind, ein Telefonat führen. Sobald, wenn ihr Hunger oder Durst habt, sagt Bescheid, ne? Natürlich. Ja. Wunderbar. Ey. Ja. Am Telefon? Ne, ich bin noch nicht am Telefonieren. Ich rufe da jetzt okay, an. Okay, dann mach mal kurz, Sobald Fabi da ist, ruf ich da an. Ist locker oder so. Okay. Ey, ich hab jetzt, egal, eine Strap mehr, ne? Ja, ja. Warte, ich muss hier irgendwie los. Mir nichts passiert, deswegen wäre es echt nett. Ich, wie gesagt, alles Tee gut. Und euer Hähnchen mit Reis geht auf mich dann eine Woche lang. Alle Jugendmeister. So, alles super. Ja, ich habe ein bisschen Bammel nicht nur im Laden, sondern auch gerade. Gut, die Herrschaft ist zwar respektvoll, aber tut mir leid, ich kenne die Cops. Ich habe ein bisschen Bammel. Ja, das, die ja, einzigen Leute, die das heute verscheißern können, sind halt die Bullen. Sag ich euch, wie es ist. Ja, und ich habe weniger Angst, dass ihr uns was antut, sein, dass sie dann eher eine Stürmungsaktion machen und uns erwischen. Also wir haben das nicht vor. Ich schreibe schon mal mein Gelübde. Also ich sag euch auch, wie es ist, ne? So leid es mir tut, sollten die Cops gewissen Forderungen nicht auch nachkommen, werden hier Leute verletzt. Ne, aber das hängt halt Cop, ist halt Cop abhängig, ne? So, wer war das? Der Schauwart, der da dann zuerst dran glauben muss, ne? Was? Nein, genau. Nein, nein. Okay, ja, gut, alles klar. Der Kollege hat sich ja direkt schon für dich geopfert. Der hat direkt gesagt, der Schau möchte das. Nein, alles gut. So, ich werde jetzt mal ganz kurz telefonieren gehen und dann denke ich mal, wird das hier auch hoffentlich nicht so lange dauern. Und dann wird es vielleicht ein bisschen. Bist du für die Notrufzentrale? Wie kann ich Ihnen helfen? Einen wunderschönen guten Abend, die Notrufzentrale. Folgendes: wir haben 3 Leute in unserem Gewahrsam, die nicht ganz freiwillig mit uns unterwegs sind, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Perfekt. Perfekt. Ich hätte gerne einen Verhandlungsführer Ihrer Seite oben beim Observatorium. Ja. Herr Rummel, schreiben Sie sich mal bitte auf. Die 9110. Einen Moment. 9110. Nee, 91190, Entschuldigung.
9-0, ja? Genau, diese Nummer rufen Sie jetzt an, da haben Sie den Verhandlungsführer. Perfekt, danke Ihnen. Haben wir einen Namen, wie die Typen heißen alle? Deine heißt Friends, das ist der eine von Dings nicht? 9-1-1. Das ist hell. 9-0. Ich glaube, wir haben einen von Schwanzwasser. Guten Tag, Sie sprechen mit Herrn Striker. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Striker. Sie können mich Partymacher nennen. Partymacher? Ja, nennen Sie mich einfach Partymacher. Ich finde das ein schöner Name. Herr Striker. Partymacher. Ich hatte gerade schon mit der Leitstelle ein nettes Telefonat. Und zwar sind wir hier gerade eine Party am Feiern mit drei Personen, die nicht ganz freiwillig zu dieser Party gestoßen sind, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich verstehe schon, was Sie meinen. Wunderbar. Ich würde ganz gerne mich freuen, wenn ein Verhandlungsführer sich oben am Observatorium mit einer Streife einfinden könnte. Natürlich verstehen Sie auch, dass... Ich verstehe Sie auch, dass erstmal gewisse Streifen im näheren Umfeld das absichern müssen, aber diese sich bitte weit genug von dieser Situation erstmal entfernt halten. Okay. Sobald Sie am Observatorium oben angelangt sind, würde ich Sie dann nochmal anrufen und Ihnen dann weitere Instruktionen zukommen lassen. Haben Sie denn irgendwas für mich, was mir den Wert geben würde, dort hochzufahren? Zum Beispiel das Gesicht einer Geisel oder ähnliches. Ich habe den Herrn. Ich meine gut, Sie können sich ja, sobald Sie hier sind, über die Geiseln gerne informieren. Diese dürfen auch sich gerne mit Ihnen unterhalten, damit Sie auch sicher sein können, dass es den Geiseln gut geht. Okay, dann machen wir das doch so. Perfekt. Sobald Sie da sind, sehe ich, sobald die Streife ich hier dann sehe, rufe ich Sie einfach nochmal an. Dann können Sie vorkommen und dann können Sie sich anhören, welche Geisel hier ist, wie es den Geiseln geht, etc. Und dann gebe ich Ihnen meine Forderung durch. Dann machen wir das doch so. Perfekt. Bis gleich. Bis. So, die Herren von der Polizei sind informiert. Diese werden gleich hier auftauchen. Ich habe dem Herrn auch gesagt, dass er sich gleich dann in... Ne, wir werden dann nach und nach die euch dann nach vorne stellen. Dann könnt ihr euch Bescheid geben, wer ihr seid, dass es euch gut geht. Und dann werde ich meine Forderung an die Herren kundtun. Gott sei mir gnädig. Ich hoffe, dass das alles soweit gut ausgeht hier. Das wird auch. Ich habe keine Lust... Also, gut, wenn es nicht anders geht. Aber ich bin nicht unbedingt darauf hinaus, hier ein Blutbad anzurichten. Und ich denke, ihr wollt ja auch nicht, dass euch da das ein oder andere vielleicht, ne, verletzt wird, sagen wir mal so. Nee, nein, auch so stehe ich nicht. Wunderbar. Wie gesagt, das ist nichts Persönliches gegen euch. Ihr seid einfach jetzt gerade nur Mittel zum Zweck. Wie ihr schon gesagt habt, ne, ist schwer, jemand in der Stadt zu sehen. Ne? Ihr wart ja unterwegs und habt keinen gesehen. Ja, ist im Moment schwierig und da sucht man halt dann leider die Hotspots ab. Wie gesagt, Hell, es tut mir auch leid, dass wir Ihre Lokation aufgesucht haben. Und ja. Ja, die Herren haben ja schon zu. Muss kurz ans Telefon. Ja, was kann ich für dich tun? Wer ist da? Hi, ich bin's Chloe. Was geht? Haben deine Leute welche vom Blackwater eingepackt? Sei bitte ehrlich. Ne, keine Ahnung. Was haben wir denn mit Blackwater zu schaffen? Was ist los? Ich bin alleine, Loco. Wo bist du denn? Ich bin jetzt gerade bei 615 oben. Was? Wo ist das? Was? Wo ist das? Das ist unterhalb des Reha-Zentrums. Okay. Nö, keine Ahnung. Haben wir nichts mit einer Brose? Ja gut, weil eine von Blackwater hat nämlich, sitzt gerade bei den Cops. Okay. Wie gesagt, haben wir nichts mit einer Brause. Loco, du weißt, du kannst mir vertrauen, oder? Ja, was ist? Ja, haben wir trotzdem nichts mit einer Brause. Okay. Alles klar. Okay, ciao. Jo, ciao, ciao. Wer denn was hin? Chloe hat gerade angerufen, haben wir welche von Blackwater eingepackt? Nein, ich sag ja. Wentzwasser? Wie verteilen wir uns? Also ich weiß, dass die beiden halt, ne, weil die stehen halt beide mit auf dieser Liste, die wir haben. Die stehen halt beide mit drauf, aber
Das wusste ich bis gerade eben noch nicht, weil ich die Namen gehört habe. Weißt du, ja, ich meine, deshalb ist mir das eigentlich egal, ob die zu Blackwater gehören oder nicht. Woher weiß Chloe das denn auf einmal? Digga, keine Ahnung. Sie hat mich nur angerufen und hat gefragt, ob unsere Leute jemanden von Blackwater eingepackt haben. Hä? Na, dann kann ja eigentlich schon. Wahrscheinlich die Kaffee, oder die weil. Ja. Ah, die Kachi, ich weiß, wer das war. Das, ist das nicht diese Genie? Genau. Ja, aber ja. Digga, wie soll die das denn mitgekriegt haben, wenn die nicht. Ja, egal, lass uns da einfach nicht drüber reden, Bruder. Sie hat einfach nicht geantwortet, sie war irgendwo. Oh, wir hätten die wegschießen sollen. Oder ja, hab ich auch keiner überlegt. Messer gehabt. Naja, also, die ist jetzt auf jeden Fall. Ich fragen, ob wir die wegmessern ja. Sollen oder K.O. hauen sollen. Ich hatte halt nichts. Sie ist auf jeden Fall jetzt bei den Bullen. Aber ist ja auch egal, ob die bei den Bullen ist oder nicht. Wir haben die ja Bullen trotzdem. Wissen. Wir haben doch trotzdem unser Ding hier, weißt du? Ich meine, ja, das juckt ja. Mich doch gar nicht. Eben, egal. Ja. Ob die jetzt bei Schwanzwasser sind oder bei den Bullen sind, was interessiert mich das? Na, gar nichts. Ja, richtig. Das sind jetzt unsere Geiseln, Digga. Wir fordern da gleich Kohle für und Judas. Ist so, ist so. Andere Sache. Wie verteilen wir uns gleich? Wenn die vorne reden, wir müssen ja ein bisschen gucken. Ne? Dass einer wahrscheinlich hinten und an Seiten welche, oder? Ja, genau. Ja, ich gehe dann gleich da hinten links hin. Einer geht dann hier hin. So, ihr müsst auf jeden Fall hinten. Überblick. Überblick. Aber nicht zu weit auseinander. Nicht, dass die euch einzeln irgendwie wegholen oder so eine Scheiße. Ja. Ne? Ja, immer in Bewegung bleiben, die gucken auch. Nie ja. Stehen bleiben. Ja, auf jeden Fall. Dann gehe ich dahinter, da wo die ne, Autos stehen und so. Ja. Dann geht JJ darüber, dann muss einer hier noch gucken und dann. Genau, richtig. Dann wird das schon alles. Einfach alle Treppen. Oh, Digga, warte, ich muss mal kurz hier meine. Aber Vagrant stand noch, ne? Hier, JJ. Ich ja, muss ja. Mal kurz hier meine Maske ein bisschen beiseite schieben. Bedankt, dass der wegrutscht, weißt du? Nee, der stand stabil. Ja, perfekt. Dann müssen wir was trinken. Gut, aber dann dürfen die anderen beiden, ne? Also wie gesagt, einmal Ares steckt bei einem ein. Und wenn ihr was trinkt oder esst, ne, wenn ihr eure Maske beiseite schiebt, achtet darauf bitte, dass ihr euch von den Leuten wegdreht. No. Dass die nicht irgendwas von eurem Gesicht erkennen können oder so eine Scheiße. Problem ist, ich werde einfach durchgehend nichts trinken, glaube ich. Oder nee, ich ziehe einfach meinen Schlitz ein bisschen runter und trinke. Ja, aber dreh dich trotzdem, wenn du das machst, wenn du deinen Schlitz runterziehst, dreh dich von denen weg, weil dann sehen die deine Nase und deinen Mund. Ja, das plus stimmt. Deine Augen. Deshalb einfach von denen wegdrehen, wenn du was trinkst. Ja. Dass die dein Gesicht nicht sehen können. Jawohl, Chef, jawohl, Sir. Perfekt, wunderbar. So, die Herrschaften. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich meine, außer Herr Hell, den kennt ja die Stadt. Was machen denn die anderen Herren beruflich, wenn ich fragen darf? Ja, wir waren Arzthelfer. Arzthelfer? Ja. Im MD? Nee, das ist das FD. Das ist echt. Ja, oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Oh, Mann, ich hoffe, das. Also arbeitet ihr als Arzthelfer beim Fire Department, ja? Aber haben wir. Habt das ihr? Ist, habt das, ihr. Das war so eine Geschichte für sich, ja. Lass bitte nicht drüber reden. Niemals also, im MD, FD, im FDMD sagen. Ja. Das kann böse ausgehen. Das ist das FD, nicht das MD. Okay, okay. Und da habt ihr als Arzthelfer gearbeitet. Ja. Und was macht ihr derzeit? Oh, jetzt geht nichts mehr. Ah, okay, okay. Geh nix. Quasi halt einfach versuchen, den ja. Lebensabend genießen. Ja, das ist richtig. Wer war denn die Dame, die dabei war, die einfach gar keinen Bock hatte, mit uns zu reden? Ja, das ist ganz schön mit ihr, das ist schwer zu erklären. Okay, wer war die denn Space die Dame? Die Space einfach manchmal aus. Ich verstehe. Wie hieß denn die Dame? Ja, Svenja. Svenja, okay. Richtig. Gut, gut. Die gute Svenja. Auch wie sie sich gerne nennt, Svenja mit Z. Svenja mit Z, ich verstehe. Svenja. Jut, jut. Digga, er ist halt einfach der, der ist. Also, wer hat das gerade gesagt mit Svenja? Die Frage ist ja auch, wie viele sind gerade im Dienst, das ist die andere goldene Frage. Also wissen Sie, wie war das doch bei dem Wildwestern-Film? Erstmal Deputies, die sowas benennen bei dem. Achso, sollte das Ganze schief gehen, könnt ihr euch bei dem Herrn Striker bedanken. Mhm. Hättet ihr nicht Nakamura rufen können? Oh, ich hätte auch lieber jemand anderen gehabt, aber ich musste mich leider mit dem Herrn Striker begnügen. Moment, ist das der Downey? Ich bin gerade überlegen, wie heißt nochmal der Chief of Police da, der da rumläuft? Ah, Sie meinen den netten Herrn Thompson? Das könnte sein, heißt der Thompson, ich weiß nicht. Der ja, das ist der gute Herr Thompson. Ja, ich glaube, davor habe ich, glaube ich, noch mehr Bammel. Jungs, kommt einmal ganz kurz bitte mit, bis auf zwei Personen. Oder damals Black. Verteilt euch schon mal ein bisschen, ja? Nicht, dass die sich hier irgendwie aufstellen oder so. Mhm. Oh.
Ich bin schon so nervös. Wunderbar. Ja. Ja. Das ist eine sehr interessante Unterhaltung, die ihr hier führt. Ja, das ist der eine Cop, der war bei Leitstelle. Und wenn du dem was gesagt hast, 2 Minuten später, ja. Er hat immer so Denkpausen gebracht. Ja. Ey, seid froh, dass er wenigstens bei euch reagiert hat. Wir nehmen mal einen Masters als Beispiel. Wieso, was ist mit dem Herrn Masters? Herr Masters ist bei so einer Verkehrskontrolle so... Allgemeine Verkehrskontrolle. Halten Sie bitte rechts an. Legen Sie den Schlüssel aus Armaturenbrett. Also entweder ist er mega übermotiviert oder bei sowas ist er mega demotiviert. Okay. Aber ich glaube, ich müsste jetzt langsam mal einen Schluck trinken, wenn das in Ordnung geht. Na, selbstverständlich. Doch, kommen Sie mal kurz beiseite. Dann werde ich Ihnen einmal die Handfesseln lösen. Ich esse auch gleich noch eine Kleinigkeit, sicherheitshalber. Aber natürlich. Ich danke Ihnen. So, dann haben wir wieder zurück zur Truppe. Also ein bisschen habe ich noch, was ich auch für die Polizei weiß. Zur Not sollten Sie nicht versorgt sein mit Nahrungsmitteln oder Getränken, werden wir Sie auch versorgen. Wollen ja hier nicht, dass Sie uns vorzeitig hier wegklappen. Das wäre schade. Das wäre nicht so toll. Dann würden Sie ja, sag ich mal, in Ihren Berufszweig gerade auch kein Geld verdienen. Zumindest schwierig. Richtig. Haben Sie, andere Frage, haben Sie erklärt, wo wir sind, nicht, dass Sie keine... Ja, ich habe den Herrn gesagt, oben am Observatorium. Na, die fahren selber nach Paleto. Aber wo sollte da das Observatorium sein? Vielleicht fahren Sie ja auf dem Aufsichtsturm auf dem Mount Chiliad. Vielleicht ist da das Observatorium mal da. Mein zuzutrauen ist es den Herren von der Polizei sicherlich. Ja. Dass die sich mal verfahren. Dann wäre ja nicht das erste Mal. Naja, wenn ich auch überlege, wo bei mir mal vorne die Mülltonnen gebrannt haben, da haben die Polizisten auch, wo ich gesagt habe, ja, wo sogar ein vom FD wieder angerufen hat, ein Feuerwehrtyp, der gesagt hat, ja, das hat gebrannt, wir wissen aber nicht, ob es gelegt wurde oder einfach so ging. Die kamen nach 2 Stunden immer noch nicht und da bin ich schlafen gegangen. Also. Ich glaube, ich rufe den Herrn Streiker noch mal kurz an. Hallo, Unbekannt. Hallo, Herr Streiker. Herr Streiker, wo bleiben Sie denn? Wir sind auf dem Weg. Ach so, Sie sind auf dem Weg. Was schätzen Sie denn noch? Ja, sind wir. Nicht, dass Sie den Weg nicht finden. Soll ich Ihnen noch mal erklären, wo das ist? 2 Minuten. Okay. 2 Minuten. Perfekt, bis gleich. 2 Minuten war die Antwort von Herrn Streiker. Ja gut, man muss aber auch mal bedenken, die Polizei muss ja auch Leute zusammentrommeln, Sheriff, BD, man weiß ja nie, wie viele gerade im Dienst sind. Ja, das dann wahrscheinlich noch Koordination, Planung. Ich dachte, die haben für sowas immer so eine Art Schlachtplan, der einfach steht. Oh, ich höre was. Ich habe kurz die Ring gehört. Ich glaube, die Herrschaften verfahren sich wirklich. Tut mir leid, dass ich darüber lache, aber wenn man bedenkt, das geht hier um unser Leben, Alter. Ey, da sterbe ich lieber mit einem Lächeln auf den Lippen. Nein, hier stirbt heute gar keiner. Hoffentlich. Also, ich denke nicht, dass es von Ihrer Seite kommen wird. Von unserer Seite aus ist, wir kriegen Geld, ihr könnt gehen. Ja, ja, deswegen sage ich ja, ich glaube nicht, wie gesagt, wie Sie schon gesagt haben, Ihre Intention, uns anzutun. Deswegen habe ich auch eher weniger Angst, dass Sie uns was antun. Ja, kleinen Augenblick. Ja. Haley? Ja, ja, gut, das war ja klar. Ich sag aber was. Ah, ich glaube, da ist doch der Herr Streiker. Ich glaube, er hat den Weg doch gefunden. Ich gehe davon aus, das Fahrzeug, in dem sitzen Sie? Ja, ist richtig. Perfekt, dann wenn Sie möchten, können Sie ruhig mit Verstärkung aussteigen und einmal zu Ihrer Linken sehen Sie die Säule und hinter der Säule auf dem Gebäude stehe ich bereits an der Kante.
Hinter der Säule auf dem Gebäude stehen sie an der Kante. Vielleicht sehen sie mich von da hinten aus. Sie können auch gerne mit dem Auto ranfahren, wie sie möchten, falls ihnen das mehr Schutz bietet. Wie gesagt, ich möchte hier keinen verletzen. Ich möchte, dass das hier glatt abläuft. Das liegt einzig und allein an ihnen. Alles klar. Haben Sie was dagegen, wenn ich einen Kollegen mitbringe? Oder nein, nein. Nein, Sie können gerne mit einem Kollegen kommen. Ist gar kein Problem. Zur Absicherung. Gut, dann bringe ich einen Kollegen mit. Perfekt. Dann bis gleich. Sehen Sie uns auf der linken Seite. Ich sehe Sie auf der linken Seite, ich sehe Sie auch auf der rechten Seite. Wunderbar, auf der linken Seite, dort könnten Sie einmal ein bisschen näher kommen, damit wir nicht per Telefon, damit Sie auch mit sich mit den Geiseln unterhalten können. Wir gehen mal näher ran. Sonst wird es, glaube ich, schwierig, weil ja. So weit schreien ist eine schwierige Geschichte. Alles super, wir kommen zu Ihnen, sehen Sie ja. Genau, auf der linken Seite, genau. Sind Sie irgendwie bewaffnet, irgendwie Langwaffen, Handwaffen? Das werde ich Ihnen nicht sagen aus taktischen Vorteilen. Ich denke, das werden Sie verstehen. Okay. Ich höre Sie mittlerweile. Perfekt. Wunderbar. Gut, dann können wir uns da jetzt... Sie hören mich einwandfrei da unten? Ich höre Sie. Hören Sie mich? Ja, ich kann Sie auch verstehen. Perfekt. So, ich würde dann einmal nach und nach die Geiseln nach vorne, damit Sie sich da notieren können, wen wir hier als Geisel haben, ja? So, dann einmal ganz rechts oder links von euch die erste, bitte einmal. Ja, komm. So, da haben wir einmal Geisel Nummer 1. Hi, Yannick Hell aus Hell's Kitchen. Gut. Haben Sie noch irgendwelche Fragen an den Herrn? Ja, hey. Keinerlei Probleme, keine körperlichen Verletzungen, wird sich auch um Hunger und Durst gekümmert, bisher respektvoller Umgang. Perfekt, das freut mich. Sonst noch Fragen? Ja, negativ. Gut, dann einmal wieder zurück, dann holen wir den nächsten. Oh, dann einmal fliegender Wechsel, perfekt. So, dann haben wir einmal Geisel Nummer 2. Die Geisel hat bis jetzt ja. Noch nichts gesagt. Ich warte, bis Sie was sagen, tatsächlich. Hallöchen. Haben Sie einmal einen Namen für mich? Francesco Shaw. Francesco Shaw. Werden Sie gut behandelt, Otto? Natürlich. Gut. Dann einmal noch die dritte Geisel, bitte. Jawohl. So, und einmal Nummer 3. Einen wunderschönen Jerome Payne, mein Name. Ja, Payne, werden Sie gut behandelt? Bis jetzt schon, ja. Bis jetzt schon, gut. Dann reicht mir das. Perfekt. Perfekt. So, dann einmal wieder zurück. Wunderbar. So, Herr Striker. Sie haben sich nun davon überzeugt, dass es unseren Geiseln gut geht. Jetzt würde ich ganz gerne meine Forderung stellen für die drei Herrschaften, die wir hier in unserem Besitz haben. Unsere Forderung ist... Jawohl, unsere Forderung beläuft sich auf $25.000 und freien Abzug. Aber das, denke ich mal, versteht sich ja von selbst, dass wir das fordern. Jawohl. Machen wir es erstmal so. Was wäre denn mit $25.000 gegen Austausch für eine Geisel? Machen wir das anders. Ich gebe Ihnen auch 2 für die 25. Eine nehmen wir mit zu unserem eigenen Schutz, damit wir auch den freien Abzug garantiert bekommen. Und diese werden wir dann aussetzen. Okay, lassen Sie mich kurz unseren Kollegen Bratschein. Natürlich. Dabei, ja? Machen Sie das. Darauf einlassen? Ich dachte, hier kommt mehr. Ach, die werden hier safe rundherum noch überall stehen. Ich habe noch nichts gesehen.
Aber hinten hat auch keiner die ganze Zeit geguckt, ne? Doch, doch. Ja? Favi ist hinten. Okay. Gut. Der guckt da die ganze Zeit. Top. Den könntest du einmal anrufen und fragen, ob da alles in Ordnung ist. Macht so. Mit dem Telefon jetzt. Gast. So, Herr Partymacher, richtig? Ja, richtig, genau. Gut. Würden Sie mir einmal definieren, wann Sie die Geisel rauslassen würden und wie lange Sie die Geisel bei sich behalten würden? Die ersten beiden Geiseln, der erste Geiselaustausch findet quasi statt, sobald Sie uns das Geld übergeben haben. Direkt im Anschluss erhalten Sie die ersten beiden Geiseln und die zweiten Geiseln innerhalb der, ich sag mal, von 5 Minuten wird die rausgelassen. Sobald wir quasi hier die Ortschaft verlassen haben und uns in Sicherheit wiegen können, wird die Geisel entlassen. Können Sie? Ja? Und dann müsste ich nur wissen, ob Sie selber mit Fahrzeugen pflichten oder ob Ihnen welche stellen. Sie können uns welche stellen, das wäre super. Wenn sie uns hier 2 Fahrzeuge hinbringen würden. Die sie quasi dort positionieren, wo sie jetzt stehen. Was wollen sie denn für Fahrzeuge? Ja, ich sag mal so. Ich denk mal, 2 Streifenwagen wären nicht verkehrt für den Anfang, ne? Okay, ich draufschlage mich nur kurz, dann riech ich mir gleich mal. Na, selbstverständlich doch. Streifenwagen abhauen? Nein, die stelle ich da nur hin. Die haben so, bedenken, okay, dass wir einen Flugwagen brauchen. Ich wollte gerade sagen. Warum soll ich denn mit dem Streifenwagen abhauen? Das wäre ja anders, das wär ja anders wild gewesen. Nein, nein. Hey Bruder, komm mal kurz. Ja, was denn? Wir haben ein Problem. Was haben wir für ein Problem? Ein schwarzer Pickup stand gerade bei unseren Bikes. Ja. Ja, und wenn die jetzt die Dinger gespottet haben, sind die heiß. Das heißt, wenn wir runterlaufen, ist RIP. Woher ja weißt du? Wir sagten das. Ja, ja Bruder, safe sind die heiß, aber wir nehmen ja eine Geisel mit. Ja, bis nach unten, safe. Ja. Okay. Zu mehr. Er steht wieder da, wo die Bikes stehen. Die Bikes werden jetzt, ja. Herr Striker! Ich hab da ein kleines Problemchen. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Was haben Sie denn? Hier im Umfeld sagte ich Ihnen ja bereits, dass Sie da Ihre Kollegen zwar positionieren, aber es gibt da ein Problem mit einem Fahrzeug. Das sollte da mal ganz schnell verschwinden. Was für ein Fahrzeug denn? Und zwar befindet sich das Fahrzeug auf der Rückseite dieses Gebäudes. Da würde ich mal ganz, ganz fix die Einheit abziehen, den schwarzen Karakara. Okay. Also Sie meinen auf südlicher Richtung des Gebäudes hier, damit ich es richtig verstehe. Quasi einfach geradeaus, als wenn Sie einmal durchgucken würden. Ziehen Sie einfach den schwarzen Karakara ab. Okay. Ja, geht mal, aber nicht ganz mit, ja. Sollen die 2 runtergehen, mit denen, die da wegschweifen oder so? Naja. So weitergegeben. Sollte jetzt in nächster Zeit sich in Bewegung setzen. Ja, sollten am besten jetzt. Wir kontrollieren das noch einmal kurz, ob das so auch passiert. Ja, geben Sie uns kurz für den offiziellen Punktweg. Das dauert 2 Sekunden. Geht noch, ist er da. Ansonsten sind wir uns da leider gezwungen, andere Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Nein, ich denke, das wird nicht nötig sein. Das hoffe ich doch auch. Okay, die sollte. Wir müssen uns leider auch mit der Einsatzleitung erstmal. Natürlich. Das haben wir leider auch nicht so die Züge im Griff.
Ja, die sollten weg sein. So, aber wir wollen ja auch mal weitermachen. Sie haben sich doch jetzt mit Sicherheit beratschlagt. Zu welcher Einigung sind Sie da gekommen? Entschuldigung, ich habe Sie gerade nicht verstanden. Was haben Sie gesagt? Haben Sie sich bereits beratschlagt? Weshalb? Wegen der Forderung, meinen Sie? Ja. Keine Streifenwege, sondern wahrscheinlich Undercover-Fahrzeuge, wenn das für Sie auch. Das ist auch völlig in Ordnung. Gut. Haben wir noch Kabelbinder? Können wir vielleicht an der ersten Forderung noch was ändern? Machen Sie mir ein Gegenangebot. Wir drücken nochmal, sagen wir mal, 50.000 drauf, bedeutet Sie kriegen 75.000. Dafür kriegen wir alle drei Geiseln und Sie haben trotzdem freien Abzug. Nein. Auf diese Forderung lasse ich mich nicht ein. Sie kriegen zwei für 25 und eine nehmen wir mit. Dann müssten Sie mir bitte einmal den Radius definieren, in welchem Umkreis vom Observatorium die dritte Geisel gehen gelassen wird. 1000 Meter. 1000 Meter, also 1 Kilometer, ja? Ja. Alles klar. Das wäre mega dumm gewesen. Nee, alle drei kriegt er nicht. Er kriegt zwei, eine nehmen wir mit. Ja. Jetzt alles wieder ruhig. Ja. Perfekt, wunderbar. Die denken auch, wir sind dumm, ne? Ja. Das heißt, ihr nehmt eine mit runter, ne? Ja, ja. Am besten Dingens. Wie hieß der nochmal? Hell. Genau, weil der am wenigsten Faxen macht, dann denke ich mal. Und die schmeißen wir dann irgendwo raus, ne? Ja, ja, ich habe gerade mit wir den Kopf ausgemacht im Umkreis von einem Kilometer, würde ich sagen, ja. Wir fahren auf jeden Fall zu dritt zusammen. Ja, bis wir den abschmeißen und dann eventuell trennen. Ja. Aber dann nach Norden hoch, ne? Ja, wir sind 7 Leute, ne? Ja. Das heißt, einer von... Ja, dann nehmen wir die Geisel mit aufs Bike, ne? Jupp. Ja. Ja, dann bei... Ding jetzt hinten drauf, bei ihr. Ja, ich wir fahren dann genau langsam hinter ihr, falls der dann... Ne? Ja. Die Sache ist, wir müssen ihn auf jeden Fall losmachen gleich. Ja, ja, der soll keine Faxen machen, weil macht genau. Ich wollte gerade sagen, macht er eigentlich eh nicht. Ja, deswegen. Aber wir machen ihn dann los. Wenn die beiden unten sind, macht ihr ihn dann schon los, ne? Dass wir dann direkt los können. Ja, am besten machen wir den oben los, wenn wir mit dem. Ja, ja, genau. Ja. Richtig, genau. Und dann gehen wir mit ich dem sag ja, wenn runter. Ich die anderen beiden Geisel gleich runterbringe und das Geld entgegennehme, macht ihr den schon los. Ja, wie viel haben wir jetzt gefordert eigentlich? 25.000 und freien Geleit. Die wollten uns 75 geben, aber für alle drei Geiseln. Und da habe ich gesagt, nee, ist nicht, wir nehmen die 25 mit an und nehmen eine mit. Weil ich weiß ganz genau, wenn die alle Geiseln haben, machen die zugriffig und dann sind wir alle am Arsch. Ja, die sind eh irgendwo ready. Ja, safe. Natürlich sind die irgendwo ready. Das heißt, die heizen irgendwo. Ja, du bist mit. Einer von uns ist mit Favi permanent im Kontakt. Nee. Ja, ich hab gesagt, wenn da was ist, dann sollen die schießen, damit wissen wir Bescheid. Wie viel sind denn da unten? Also bei Dings? Ja, unten an den Fahrzeugen.
Bei den Fahrzeugen unten gar keine. Ja, die, aber... Die halten oben alles zu. Die können bis nach unten relativ weit gucken. Okay, gut. Ihr solltet trotzdem weiter Kontakt mit denen haben, dass, weil falls da was ist, dass wir direkt, weißt du, Bescheid kriegen darüber. Weil die stellen uns jetzt hier auch gleich zwei Fluchtfahrzeuge hin, ne? Ja. Die wir ja nicht nehmen. Bleiben. Ja, die nehmen wir, ja. Die sind einfach nur quasi zur Ablenkung. Dafür haben wir jetzt zwei Fluchtfahrzeuge bestellt. Ja. Also laut Cop soll jetzt da erstmal nichts mehr kommen, so, die wurden jetzt alle abgezogen, 1 Kilometer nichts mehr. So, wir machen das jetzt so, ne? Zwei lassen wir frei, eine nehmen wir mit runter zu den Bikes. Die nehmen wir mit. Ich gebe dir noch mal ein paar Kabelbinder, falls die noch was brauchen. Die gebe ich ja auch mal welche. Ja, das Ding ist, wir nehmen extra. Wir haben jetzt gesagt, wir nehmen eine Gasse mit. Ne, wir machen gleich, wir übergeben bei 2 und dann kriegen wir 50k. Nein, 25. Nee, 25k. Und dann, ja. In der Zeit machen wir die andere lose und gehen schon mal mit denen nach hinten. Ja? Ja. Kann Vor- und Nachteile sein. Ja, Vor- oder Nachteil sein. Ja, wir sollten mit den Karren. Die haben zwar auch Offroad, aber die haben diese Jeeps, die sind nicht so schnell Offroad. Ich erstmal kurz was. Ah ja, wir haben eben noch einen gesehen, ne? Wo? Der ging da drüben den Gang entlang, glaube ich. Da oben? Ja. Okay. Das heißt, wir heizen safe nach Norden, oder? Ja, wohin ist erstmal egal. Aber da. Hauptsache raus. Ja, zeig doch da nicht hin, Bruder. Ja, da sehen die doch eh nicht. Nach oben, Digga. Wir können auch in die East Side fliehen. Also links lang quasi, weißt du? Ja. Was war das? Hast du das gehört? Ey, seid ihr da Radauer machen? Ja, lass nicht das gut. Mal. Ja, gar nicht gut, Alter. Weil wir denken, da kommt irgendwas jetzt. Lass das. Was hört man bis hier? Geh mal nochmal bitte einer zu den Geiseln, weil der Herr da ist ein bisschen nervös anscheinend. Ja. Ja. Was ist los? Ja, hinten ganz viele Schritte. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Okay. Sagst du mir Bescheid, wenn die Herren wieder bereit sind zu reden? Bitte? Sagst du mir bitte Bescheid, wenn die Herren wieder bereit sind zu reden? Aber natürlich. Weil wenn man braucht, sollen das AFD sind, das hab ich stimmt, auch gesagt. Ja. Dann schicken sie einen FDler her. Das dann kamen sie dumm mit beiden an. Dafür braucht die nur Mediziner. Und seid ihr Mann, ist mir das egal. Ich sag mal trotzdem MB. Weil ihr seid noch soweit versorgt, ja? Ja, ja, ja. Noch alles gut. Ich hab keine Ahnung, warum die mal wieder so lange brauchen. Wahrscheinlich braucht das ein bisschen länger, die Fluchtfahrzeuge bereitzustellen. Vielleicht zahlen sie einen Pennies. Gut möglich. Ich kann mir gut vorstellen, die Diskussion, dass sie da zwei Streifenwagen hinstellen. Dass sie das nicht machen wollen. Doch, die würden uns sogar zwei Anmarktfahrzeuge dorthin stellen. Ja. Oh. Hm. Dann weiß ich nicht, wo es liegt. Wahrscheinlich müssen die erstmal hier hochfahren. Wahrscheinlich haben die sich verfahren hier hin. Oder sie müssen erstmal jemand von irgendeiner, sag ich mal, vom Autohaus oder sowas erreichen, dass einer mal arbeitet, dass sie da
mein Auto rauskriegen. Wieso? Sind Sie auch Officer? Ich? Ja. Nein. Bin noch hell. Ja, weil Sie gerade sagten, dass Sie da Ihr Auto rauskriegen. Ein Auto. Ach so. Meinen Sie, die mussten die jetzt noch bestellen, oder was? Vielleicht, aber wenn das so ist wie bei meinem Auto, können Sie 10 Tage warten. Ah, nee, da möchte ich jetzt eher... Ich denke nicht, dass Sie das hier 10 Tage durchziehen wollen, oder? Na gut, in einer guten alten mittelalterlichen Schlacht, ne, Belagerung, lässt man die Gegner ja auch aushungern. Ich meine, gut, wir können das gerne 10 Tage durchziehen, wenn ihr das möchtet. Ich bin da sehr flexibel, was das angeht. Wie schaut's aus, Herr Streiker? Keine. Partymacher. Ja? Gibt's da vielleicht gerade Problemchen? Oh. Nö, alles super. Die Fahrzeuge sind auf 45 hier oben, genauso wie die 25.000. Perfekt. Den Rest klären wir gerade alles ab, ja? Alles klar. Und was ist los? Dumm bist, ne? Ich wollte schon die Waffe ziehen. Du hast die Waffe gezogen. Um Viertel vor sind die Fluchtwagen hier und das Geld. Okay, Viertel vor. Ja. Dann sagst du ihm Bescheid. Partymacher. Ich höre Sie. Hörst du mich? Ja. Hörst du mich? Ich höre Sie. Hast du was dagegen, wenn der Chief mal persönlich mit dir redet? Der hat da persönliches Interesse dran. Warum hat denn der Chief persönliches Interesse daran? Weiß ich selber nicht. Er hat mich gerade gefragt. Wir sind ihm leider nicht vorgesetzt, dass wir solche Fragen stellen dürfen. Selbstverständlich kann der Chief einmal zu Ihnen nach vorne treten. Das ist super. Das werden wir arrangieren. Perfekt. Ich denke, ihr habt das gerade mitbekommen, oder? Ich habe jetzt sag dazu jetzt nichts. Der Chief hat da persönliches Interesse daran. Oh. Ah, nice. Okay. Dann könnt ihr euch schon ungefähr vorstellen, wie das gleich ausgehen wird. Partymacher. Ich höre Sie. Damit Sie sich nicht erschrecken, der Chief kommt... nicht maskiert, aber geschützt natürlich nach oben. Ja, wieso nach oben? Der Chief kann genau dort unten. Achso, ich dachte. Nee, hier oben. Wunderbar. Auf den Berg meinte ich damit. Natürlich, gar kein Problem. Super, nur damit sie sich nicht erschrecken. Nein, ist kein Problem. Bis jetzt ist noch alles in Ordnung. Das freut mich doch. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, natürlich. Wir sind doch alle daran interessiert, dass das gut ausgeht oder nicht. Denke ich mir doch. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Nicht ein bisschen dick aufgetragen? Weiß ich nicht, 3 Geiseln und so, ihr wisst, wie wir sind. Was kann ich denn für Sie tun, Herr Chief? Ja. Pass auf, ich rede jetzt von Mann zu Mann, ja? Ja. Das ist mein persönliches Anliegen. Mir ist das egal, was letztendlich hier passiert. Aber ich weiß nicht, wie erfahren ihr seid oder nicht. Ja. Ihr wisst, was passiert, wenn ihr die Geisel nicht loslasst, müssen wir hinterherkommen. Das wisst ihr, ja, so wie wir das wissen. Ausgemacht ist ja, ihr bekommt 2 Geiseln im Austausch für die 25. Eine nehmen wir mit und im Umkreis von 1000 Metern lassen wir die dritte Geisel sofort frei. Ja, genau. Ich will aber, dass meine Autos auch da an dem Standort bleiben. Pass auf, ich kann euch nicht alles versprechen. Ich bin... Okay, pass auf, machen wir so. Pass auf. Die Autos lassen wir mit der Geisel zurück. Was hast du denn von der Geisel? Was hast du von der Geisel? Mein freien Geleit. Nein, hast du eine nicht. Absicherung, doch. Ich habe eine Absicherung. Du hast eine Absicherung, aber die geht doch in die Hose. Nicht von unserer Seite aus, nur wenn ihr reinscheißt. Jetzt seid doch mal realistisch. Was sind wir denn? Sind wir die Polizei oder sind wir die Medics? Was hat das damit zu tun? Sobald ihr eine Straftat begeht, müssen wir die verfolgen. Ja, und Jungs, sobald... denkt nach. Und so, was möchtest du jetzt von mir? Pass auf, ich möchte einfach, dass du ein bisschen Vernunft zeigst da oben.
Ich zeige euch doch, indem ich euch die zwei Geiseln gebe und wir eine mitnehmen. Nein, du zeigst keine von uns. Das macht doch nichts aus. Allein, dass wir schon über eine Mauer drüber reden müssen, zeigt keine Vernunft. Sowas macht man nicht. Das machen Männer nicht. Naja, gut. Was hat das damit zu tun? Da haben die Briten mit den Franzosen so geredet. Die haben sich hoch lächerlich gemacht. Ja, dann mag das so sein, aber das ist einfach eine Absicherung für mich. Über uns. Das ist keine Absicherung. Ich stehe hier ohne Pistole, ohne alles. Ja. Ich ziehe auch gerne die Weste aus. Ja, und wo ist das Problem, einfach auf diese Forderung einzugehen? Was möchtest du mir denn jetzt sagen? Ich möchte alle drei Geiseln hier haben. Das wird so nicht passieren. Und dafür werden wir den Hubschrauber an die Seite stellen, vor eure Augen. Aber wir wissen doch beide, wie das ausgehen wird. Ja, wenn ich dir jetzt alle drei Geiseln gebe und ich mir keine Absicherung mitnehme, weiß ich ganz genau, dass sobald ihr die drei Geiseln habt, ihr einen Zugriff starten werdet. Und um diesen Zugriff zu verhindern, nehme ich eine Geisel mit. Und ich bin auch bereit, diese Geisel zu opfern, solltet ihr den Zugriff starten. Startet ihr keinen Zugriff, wir gehen ganz normal weg. Dann wird auch die dritte Geisel innerhalb von 1000 Metern freigelassen. Die kann ganz in Ruhe nach Hause gehen. Eure Fahrzeuge werden dort stehen gelassen. Und die ganze Sache hat ein Ende. Und es wurde keiner verletzt bei der Nummer. Kleinen Moment, ja? Das ist ein Mensch. Damit könnte ich nicht reden. Da würde ich ausfallen werden. Ich verstehe seine Argumentation einfach nicht. Nee, es macht keinen Sinn, was er redet. Es macht gar keinen Sinn. Die Argumentation ist einfach Quatsch. So, ne? Jetzt würden die uns nicht sofort umschuten, ja? Wenn die drei Geißen haben. Ja, safe. Rein. Das wissen wir doch, dass das passieren wird. Wird auch. Die werden mit ihren langen Waffen sofort auf uns das Feuer öffnen, sobald sie alle drei Geiseln haben. Und wir liegen dann im Dreck. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ganz einfache Geschichte. Und es ist nicht so, dass wir der Polizei nicht entgegenkommen. Richtig. Na, Loco. Hm. Woher weiß nicht die gute Chloe schon wieder Bescheid, dass das was passiert? Sie hat uns nur gefragt, ob wir das sind. Ja, sie hat mich ja auch angerufen. Ja. Ich habe einfach Nein gesagt, fertig. Ja, ich auch. Der Rest interessiert mich nicht. Ich habe gerade andere Sorgen, wie du siehst. Ach, ja, Mann. Partymacher. Ich höre Sie. Darf ich Ihnen noch einen Vorschlag vorbringen? Erzählen Sie? Wir könnten Ihnen den Vorschlag machen, dass der folgende Ablauf so durchgezogen wird. Wir werden die 25.000 bringen im Austausch gegen zwei Geiseln. Dann können von mir aus ein oder zwei, wie viele auch immer ihr da oben seid, ein Fahrzeug besetzen und dürfen schon abziehen mit dem Geld in der Tasche. Dieses Fahrzeug kann dann auch ihnen das Go geben, dass der Weg wirklich frei ist. Wir bekommen hier oben die letzte Geisel und wir versichern ihnen, dass dieser Weg, der von ihren Kollegen bestätigt wurde, dass er frei ist, auch frei bleibt. Nee, wir bleiben beim Plan. Können wir da an den Punkt ansetzen und da weiter verhandeln? Ist das für Sie möglich? Geben Sie mir ganz kurz eine Sekunde Zeit, ja? Natürlich. Nehmen Sie sich die Zeit. Also, pass auf, wir werden die zwei Geiseln übergeben. Ja. Mit den 25.000. Ja. Ja? Ja. Und dann machen wir das quasi so, wie eh schon geplant war. Oder wir sollten auch bei dem Plan bleiben. Ja, wir bleiben bei dem Plan. Gut. Der Plan ist der gleiche. Ich stimme dem jetzt aber trotzdem zu, ne? Ja. Weil das ändert sich ja nichts an der. Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass wir dann einfach trotzdem nach hinten hin abhauen, sobald wir die ersten zwei Geiseln übergeben haben. Ja. Hört sich vernünftig an. Wir machen das so. Wir werden gleich, sobald die beiden Fahrzeuge da sind, werden wir dort unten runterkommen, links von ihnen, werden die zwei Geiseln, nachdem sie mir das Geld gegeben haben, übergeben. Warte kurz. Dann gehen wir kurz hoch, dann
schicke ich zwei meiner Jungs runter, die ein Fahrzeug besetzen, dann wegfahren. Und sobald diese mir das Go geben, werden wir die letzte Geisel quasi mit den anderen von uns zu dem Fahrzeug gehen. Wir werden ins Fahrzeug einsteigen, die Geisel dort stehen lassen und dann wegfahren. Okay, alles aber klar. Eine Sache müsst ihr mir noch versprechen. Ja? Meine Fahrzeuge stehen um spätestens 23.15 Uhr am... Ich werde Ihnen die nicht zum PD fahren. Nein, nein, irgendwo in... Der Deal Können war... Sie jetzt bitte ruhig sein neben mir? Der Deal war, ich werde innerhalb der nächsten 1000 Metern genau. diese Fahrzeuge abstellen. Genau. Und werde mich dann noch einmal bei Ihnen melden, wo diese Fahrzeuge stehen. Okay, das ist ein Deal. Gut, dann machen wir das so. Ja, ey, wenn wir dann sagen, ne, wegen der letzten Geisel, ne? Ja. Bevor wir abhauen. Ja. Sag mal, wegen der letzten Geisel, wir bereden uns kurz nochmal, ne? Ja, ja, wir gehen doch eh dann hoch. Und Bruder, dann sind wir doch schon weg. Das kriegt er doch gar nicht mit, dass wir dann weglaufen. Verstehst du, ich meine? Naja. Ich werde dem unten sagen, pass auf, da kommen am besten zwei Leute mit. Damit ihr euch nicht verwundert sind, wir werden die Fahrzeuge entgegennehmen auf der Hauptstraße. Sprich, wir werden mal für ein paar Minuten zurückfahren und damit wahrscheinlich drei Fahrzeugen wieder hier hochkommen. Es handelt sich dann um eure Fahrzeuge, damit ihr nicht verwundert seid, ja? Dem stimme ich so nicht ganz zu. Die beiden Fahrzeuge können doch problemlos da vorne hinkommen und sie können die doch dann hier rüberfahren. Das können wir auch machen. Ich wollte nur so wenig Officer wie möglich hier hochholen. Ne, die beiden. Guck mal, sehen Sie da oben stehen, da vorne standen doch gerade zwei Streifenwagen, beziehungsweise jetzt noch einer. Da ist dann noch ein Fahrer drin, richtig? Ja, das ist richtig. So, wenn jeweils noch ein Fahrzeug mit einem Fahrer besetzt die Fahrzeuge hier oben abstellt, sie die Fahrzeuge von dort hinten holen, dann können die zwei Officer doch bei ihrem Kollegen ins Fahrzeug steigen. Und wo sitzen wir dann? Das ist ja dann erstmal nicht mein Problem. Ich werde aber hier oben jetzt nicht sitzen bleiben. Also dann müssen wir, können wir das von mir aus mit einem Fahrzeug so machen. Hä? Was juckt uns deren Wohlergehen? Müssten sie uns das okay geben, dass wir die beiden Officer erstmal aus der Szene hier entfernen und dann die Fahrzeuge zu ihnen nach vorne fahren. Okay, wir machen wir das so. Sie beide bleiben vorne bei den beiden Fahrzeugen stehen, dass ich sie sehen kann. Das eine Fahrzeug fährt die Officer runter. Und sobald das Fahrzeug wieder da ist, kommen Sie mit den beiden Fahrzeugen hier hingefahren. Gut, das hört sich super an. Das machen wir so. Gut. Ich werde das nur mal eben so durchgehen, ne? Natürlich. In welche Richtung fahren wir dann mit den Bikes? Richtung Osten, hast du gesagt, ne? Links fahren wir. Links, okay. Da, wo die Bikes quasi stehen, in Fahrtrichtung links. Okay. Ja, also, ja, Osten. Genau. Jeder weiß auch, welches Bike er da hat, ja? Da oder da. Ja, ich habe das in der Mitte. Ja, ich habe das also ganz links. Habe... Ganz rechts hast du. Guck mal, ich stand ja eben die ganze Zeit da hinten, ne? Ja. Ganz viele Autos sind immer von links nach rechts gefahren. Von links nach rechts. Ich stehe, da hinten stehen Autos. Okay. Weil wenn du da hinten an der Ecke stehst, hast du unten die Kreuzung im Blick. Okay. Und die ganzen Autos fahren genau die Straße hier hoch, den Weg, ne? Aber warum kommen die da an? Permanent? Ja, keine Ahnung. Aber die kommen nie hier oben an. Okay. Oder siehst du hier oben Autos ankommen? Entweder die machen da vorne die Brücke dicht oder die stehen irgendwo da hinten in dem Umkreis. Bevor wir fahren, telefonieren wir dann miteinander irgendwie? Gibt es Telefonketten? Wir drei bleiben in seinem Nähe. Herr Officer, ich gebe Ihnen jetzt noch 4 Minuten Zeit. Es hieß gerade um 15:45 sollen die Fahrzeuge und das Geld hier sein. Ja, es ist gerade. Wir sind dabei. Wir haben es nur jetzt gerade nochmal durchgegeben, dass das der neue Plan ist. Die Fahrzeuge werden jetzt in den nächsten Minuten nach hier oben erscheinen. Sollen wir sie noch vorwarnen oder sollen die Fahrzeuge einfach auf den Hof fahren? Die Fahrzeuge können einfach hochfahren. Wir haben das ja hier alles im Überblick. Alles klar, okay, dann werde ich jetzt fahren lassen, dass die Fahrzeuge schnellstmöglich hier hochkommen und dann. Aber schnellstmöglich. Natürlich. Die Fahrzeuge sind auf dem Weg. Also für das dich hört sich doch gut an. Am Telefon, der Plan bleibt gleich, ne? Wir geben zwei ab. Einen lassen wir und mit der hauen wir hinten rum ab. Eigentlich sollen die Fahrzeuge um 5 Uhr schon da sein, aber die sind da wieder umstrukturieren. Die kommen auf jeden Fall jetzt gleich, die zwei Fahrzeuge. Das Geld dann. Sobald wir unten dann die zwei abgeben, ne? Und das Geld genommen haben, in dem Moment gehen wir nach oben und laufen schon hinten rum weg. Weißt du, ich meine? So, dann sagt er unten noch so, hier, wir gehen jetzt nach oben. Und machen ich das mit der zwei meiner Jungs runter.
ja. Mit der dritten, geil, ne? Ja, und derzeit hauen wir einfach ab. Genau. Und wir müssen halt noch sagen, wir wollen kein Heli hier im Umkreis, ne? Weil einer hat wohl eben schon ein Heli gehört von uns. Ja, der Chief hat ja auch gerade Heli angesprochen. Ja? Martin-Macher? Ja? Was kann ich für Sie tun? Sollen wir das Geld im Auto lassen oder soll ich Ihnen das Händchen? Nein, das geben Sie mir bitte. Übergeben Sie mir bitte per Hand. Kriegen wir hin. Perfekt. Ja, wollte ich gar nicht. Gut. Weißt du, was Chief sein Traum ist? Hm. Uns richtig in den Fick, uns richtig ficken. Ja, aber ohne Anlauf. Mit aber seinem ohne. Dicken Schwanz einfach in den Arsch. Ja, der hat Bock. Nein, nein. Mal kurz beiseite, wenn wir was trinken. Oder sein. So, unsere beiden Fahrzeuge sind da. Jetzt warten wir noch, dass die Officer abziehen und dann können wir den Deal verbringen. Mitbekommen, was er gesagt hat unten? Ja, habe ich mitbekommen. Okay. Ich sag schon mal Dings Bescheid, der da hinten steht, ne? Habe ich so verstanden. Du kommst gleich mit runter, ne? Hä? Wenn wir die zwei Geiseln runterbringen, dann kommst du mit runter, ja? Ja. Mit gezogener Waffe und ja. Du schon mal die zwei Geiseln herholen? Aber die zwei linken, ne? Oder entweder geht das jetzt richtig gut oder richtig nach hinten. Oder ich habe ungutes Gefühl, die haben jetzt Vorbereitungszeit mit seinem Urgroßvater. Ja, das kann man leider nicht verhindern. Okay. Ich weiß nicht, wie ich. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, weißt du, zum Damm unentdeckt und dann in den Damm reingehen. Bruder, probieren wir einfach. Sollen wir mal nach vorne stellen, damit die was sehen? So? Ich weiß auch gar nicht, warum die so langsam fahren die ganze Zeit, Alter. Keine Ahnung. Die kommen auch mit dem billigsten Karren an, die Wichser. Ja, ne? Ja. Was schöne CPIs, Alter. Die kleinen Hunde, Digga. Die langsamsten Karren, die haben, weißt du? Zwei Stück sind da, ja. Ey, beide hier. Nicht einer am Arsch der Welt. Beide Fahrzeuge bitte hier vorne hinstellen. Das zweite Fahrzeug kommen sie, wenn sie die zweite Geisel mitbringen. Ah, okay. Ja, die kriegen ja direkt beide. Die sollen nicht nach dem anderen. So. So, jetzt kommt eine Person. Das Geld aus dem Kofferraum mal raus. So. Ja, ich höre Partymacher. Eine Person bleibt jetzt genau an dem Fahrzeug stehen und die andere mit dem Geld, ich komme jetzt mit den Geiseln runter und die andere Person bleibt am Fahrzeug stehen. Sag, die sollen direkt beide Karren, weil wir zwei Geiseln runterbringen, damit das nicht so lange dauert. Die aktuell am Fahrzeug ist, hat aber das Geld im Fahrzeug. Ich glaube, das würde die Person dann rausholen, der Kollege. Ja, dann soll der Kollege, dann bleiben sie am Fahrzeug stehen und der Kollege kommt hier vorne zu dem Türchen. Gut, Kollege, haben Sie das Geld? Ich hab das Geld, ja. Gut, dann wechseln wir mal eben Positionen. Dann gehst du vor, ich geh hinten. Bleib du bitte hier vorne am Rand stehen und guck dir das bitte an, ja? Dass die auch nicht keinen Scheiß bauen. Hier vorne am Rand stehen bleiben und gucken, dass der da vorne am Auto steigt bleibt. Okay. So, ihr beide mitkommen. Halt das Geld doch einfach auf, gleich. Auf zwei. So, kurz hier stehen bleiben. So, dann können Sie einmal vortreten, mir einmal das Geld übergeben. Na, gerne doch. Funktioniert doch. So, schön. Zur Info, wie besprochen, ich gehe jetzt hoch, schicke zwei meiner Jungs runter. Die können dann mit dem Fahrzeug fahren. Ihr bekommt jetzt die zwei Geiseln, die dort stehen. Und sobald die weg sind und uns dann anrufen, übergeben wir euch die dritte Geisel.
Richtig. Alles klar. So, die beiden Geiseln, dann einmal. Oh, ich helfe euch einmal hier rüber. Ja. Oh. Zwei. Jawohl. Oh, alles klar. Gut. Dann einmal. Oben am Hang entlang, ne? Abmarsch, Abmarsch, Abmarsch. Die laufen schon oben entlang. Abmarsch, Abmarsch, Abmarsch. Los, 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 los. Go, 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 go. Das hier? Ja. Los, links rum abhauen. Lichter aus, Lichter aus. Rechts runter, oder? Nee, geradeaus. Wir müssen weiter hier lang. Ich fahr vor. Ja. Na hier, steig hier ab. Viel Erfolg. Ciao. Da sind wir drinne. Und da ist mir egal, was ihr jetzt macht. Ich muss jetzt ganz dringend pissen, Alter.